Wie war das Jahr für Sie? 2022 war, glaube ich, wie für die meisten Menschen ein herausforderndes Jahr. Es ist gefühlt alles wieder so ein bisschen losgegangen, aber nie so wirklich. Aber ich freue mich wirklich schon aufs neue Jahr, weil da geht es, da glaube ich, ganz fest daran wieder richtig rund. Wie werden Sie Weihnachten feiern? Weihnachten werde ich zum allerersten Mal als Onkel feiern, weil mein Bruder ist Papa geworden, der kleine Alessio. Und ich freue mich wahnsinnig, ihn kennenzulernen. Also das ist das erste Mal, dann ist er 2 Monate jung und dann bin ich sehr gespannt, so ein kleines Knäulchen im Arm zu haben. Da freue ich mich wirklich drauf. Ein echtes Christkind mit dabei sozusagen. Und was haben Sie für Traditionen oder in allen Familien wird ja was Bestimmtes immer gemacht? Es gibt definitiv immer Wiener Würstchen und Kartoffelsalat, also das ist bei uns Tradition und wir gehen auch gemeinsam in die Kirche feiern. Das gehört auch irgendwie dazu, um nochmal den Weihnachtsspirit mitzukriegen und das ist, meine Mama besteht da immer sehr drauf und eigentlich ist es ganz schön. Also wir feiern als Familie gemeinsam und das wird wieder die schönste Zeit des Jahres. Das ist eine gute Sache. 2023 steht vor der Tür. Manche Menschen haben Wünsche, Träume oder gute Vorsätze. Was wünschen Sie sich persönlich, aber auch der Welt? Was ich mir wirklich wünsche, ist, dass wir alle wieder mehr zueinander finden. Hoffentlich, ich weiß, es sagt wahrscheinlich jeder, aber es wäre so schön, wenn es auch stattfindet. Frieden auf der Welt wäre toll, wenn es das wieder gäbe. Oder wenn es das lange Zeit wieder gibt, dass wir einfach wieder mehr zueinander finden und all diese ganzen Diskrepanzen hinter uns lassen. Und ich persönlich freue mich schon auf mein neues Album. Das kommt dann auch im nächsten Jahr. Und vielleicht kann auch die Musik dann wieder dazu beitragen, dass die Menschen wieder mehr miteinander anfangen können.